Mann, Sondagesstapler ist klasse. Super Erfindung. So, noch davor die Palette mal eben runterholen und dann bin ich soweit. Mensch, Werner, du bist echt nicht der Schnellste, ey. Das ist ja echt krass. Seit 2 Stunden marschierst du hier durch die Kante und oh, das ist doch sicher die Rache wegen letztens, oder? Ja, ja, gut Ding will Weile haben, ey. Das kann ja noch was werden. Pass auf, Werner, ey. Mein Messer, du marschierst hier durch die Kante und ich geh mal davor noch zu den Bohrern und sowas und schau mich ein bisschen um, okay? So, nun den Knopf drücken und vorfahren. Und zack, Gabel drunter. Oh. Nun, ach nee. Hä, was ist denn das? Herr Mohat? Hey Mohat, was treibt dich denn schon wieder in den Baumarkt? Mensch, Lenny, unsere Wege kreuzen sich in letzter Zeit recht oft. Na, das nennt man ja nicht umsonst Kreuzung hier, wo sich 2 Wege kreuzen. Aber was machst du denn hier? Naja, weißt ja, war doch letzte Woche hier, wo sie dann ein Ding festgemacht haben, weil er schwarz gefahren ist. Und heute meinte er so, noch 2 Tage, bis ich los bin. Und da gehen wir halt nochmal hier im Baumarkt und holen das, was ich letztens vergessen habe. Also, erstens hast du ihn dazu gebracht, schwarz zu fahren. Dann hast du Werner verpfiffen für 250 Euro. Und wegen der Sache und der Story in Amerika, ja, da meintest du ja, der Werner ist ein Taliban und er ist extra in den Bau gewandert. Das klingt ja echt so, als wäre ich immer schuld, dass Werner hier immer in Schwierigkeiten gerät. Mohat, mein Bester, mach die Augen auf, es ist so. Du bist schuld, dass Werner eingesperrt wurde. Du hast Werner überredet zu der Sache mit dem Schirm. Ich sag nur Blitzschlag. Du wiederholst dich. Die Sache mit dem Knast und so hattest du schon. Egal, ihr könnt das hier noch Stunden erweitern. Du hast Werners Verwandten umgebracht. Und du meintest, da ist ein Einbrecher. Den anderen Onkel hast du dann auch ertrinken lassen. Mann. Mann, ich meine, ey, es scheint ja echt so zu sein, dass ich nicht gut für Werner bin. Aber was machst denn du hier eigentlich auf einem Gabelstapler? Ein Hochstapler. Das ist nichts Neues, dass du gerne hochstapelst. Nichts hochstapeln. Das Teil hier, in dem ich sitze, ist ein Hochstapler. Der heißt so und ich mache einen Staplerlehrgang. Der ist wichtig. Du brauchst den Schein dann also am Ende, damit du im Tonstudio, ach, was weiß ich, ach, wird schon den Grund haben, wa? Du Nuss, mein Arbeitgeber meint halt, ich kann das noch machen. Man weiß ja nie, für was man den mal braucht. Da hat er ja auch recht. Und, was ist denn deine Aufgabe genau? Naja, ich soll die Palette da oben runterholen und mal sehen, was noch so wird. Wo ist denn eigentlich Werner? Ach, der kreist hier irgendwo rum, der Werner. Ja, dann geh mal eben zur Seite und staune, mein Bester. Ich werde dir mal meine neuen Kenntnisse präsentieren. Und du bist dir sicher, dass du das Ding im Griff hast? Sieht mir nicht so aus. Vorsicht, Lenny, ey. Hinter dir, Hindernis. Scheiße, ey, da fällt was runter. Echt krass, was hier so passieren kann. Das war bis jetzt alles voll einfach. Und nun klatscht mir die halbe Palette runter. Nur gut, dass da keiner war. Ich glaube doch, ey. Da zieht mir nach. Ja, da ist er. Da unter den Farbeimern. Unser Werner. Ich hol dich da nicht vor, ey. Nachher heißt es wieder, dass ich schuld dran bin. Hey, das kannst du aber voll vergessen. Ich meinte mich. Ich bin unschuldig. Ich muss mal los was trinken. Lenny, du kannst doch nicht einfach abhauen, ey. Was wird aus deinem Lehrgang hier? Ich meine, auf deinen Staplerschein. Dann mache ich die nächste Woche einfach nochmal. Und? Was machen wir mit Werner? Lass ihn liegen und ab in die Schenke. Ah, hast ja recht. Ich glaube, den wird hier schon jemand finden. Natürlich. Ganz genau. Berlin.